So, hallo und willkommen wieder aus Tiberia, heute wieder im Hafen. Und heute zeige ich euch dieses große Gebäude im Hintergrund. Ja, drehen wir uns mal um. Nämlich das da. Dieses Gebäude ist ein Mietshaus in Anführungsstrichen, was der Reroad jetzt umgesetzt hat. Und ja, also Hintergrund ist, wir haben. Wenn ein neuer Bürger bei uns in die Stadt kommt, hat er ja erstmal kein Wohnhaus, keine Ressourcen und so. Und wir vermitteln für die Leute, dass sie freie Häuser beziehen können. Und ich hatte irgendwann mal im Bus hatte ich einen Entwurf gemacht für ein Mietshaus mit kleinen Wohnungen und die dann von neuen erstmal bezogen werden können. Und den Entwurf habe ich irgendwann dem Railroad 17 und meinem Mitstadtrat gezeigt und er hat sich dann bereit erklärt, das Ganze auf dem Vorbauserver ja, einfach mal in Form zu bringen. Und ja, das ist das Ergebnis. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken uns das Ganze an. Also in jeder Haushälfte sind 8 Wohnungen. Also, wir haben ja im Grunde genommen 2 nebeneinander stehende Häuser, verbunden durch diese Brücke, die das Treppenhaus enthält und die Gemeinschaftsräume. So, und dann haben wir auf jeder Etage Wohnungen und im Erdgeschoss sind Wohnungen, die leer sind. Das heißt, man kann sie sich selber einrichten, außer halt der brennende Ofen. Den haben wir drin. Und ja, es sind kleine Wohnungen, es ist ja auch mehr als Übergangs. Wohnheim sozusagen gedacht, bis die Leute genug Ressourcen haben, um ihr eigenes kleines Häuschen zu bauen. So, das waren die Erdgeschosswohnungen. Wie gesagt, sie sind leer. Das ist schon mit Absicht. Die anderen Wohnungen im Innern des Hauses sind dagegen möbliert. Die hier ist, glaube ich, auch leer. Genau, im ersten Stock sind auch leere, also 4 leere Wohnungen. Und, oh, der Hausmeister. So, gehen wir mal hier in Wohnung 1. Die Wohnungen sind spartanisch eingerichtet, nett eingerichtet. Die sind auch auf jeder Seite gleich. Das ist einfach, damit man so ein bisschen kleines Wohnambiente hat. Hier mit kleinem Badezimmer, mit einer männerfeindlichen Toilette. Warum männerfeindlich? Dieses Ding geht auf und zu und jetzt setzt sich da ein Kerl drauf und ja, ihr könnt euch vorstellen, was da passiert. Ich mag diese Toiletten nicht. Hier ein Bett, kleine Kisten, die kann man dann auch auf sich sichern. Oder sich hier noch mehr Kisten reintun, wobei es halt einen Lagerbereich gibt. Hier auf jeder Etage ist eine Ender Chest. Man kann von hier aus auch durchgehen, dann sind wir nämlich hier auf der anderen Seite, also auch wieder Ender Chests, die überall zur Verfügung stehen. Wohnung 3, ihr seht, wie gesagt, die Wohnungen sind gespiegelt, aber alle gleich. Und ja, der Hintergrund ist, die Neubürger können die beziehen und wenn sie ihr eigenes Haus gebaut haben, können sie ausziehen. Oder wenn jemand sagt, ich bin mehr der große Farmer als der große Bauer, dann kann er hier diese Wohnung vielleicht auch dauerhaft nutzen. Das ist ja auch vollkommen okay. Mietshaus in Anführungsstrichen, von daher, weil hier zahlt man, bei uns in Tiberia zahlt man ja keine Miete oder Geld für ein Grundstück. Aber. Ansonsten, wir wollten es nicht Wohnheim nennen, das klingt irgendwie komisch. Auf jeden Fall hier haben wir das ist der Gemeinschaftsteil des Hauses, das ist ein Braubereich, Braustände, Kessel, die Ender Chest. Das heißt, hier kann man sich dann auch seine Getränke zusammenblubbern. Und hier haben wir einen Zaubertisch, der auf Level 30 verzaubern kann. Ein bisschen Gemüse drumherum, damit es schöner aussieht. Und hier haben wir den Lagerbereich. Und hier seht ihr, hat praktisch jeder 2 Kisten schon mal für seine Wohnung, dass er ein bisschen Lagerfläche hat. Die Öfen, die kann man gemeinschaftlich nutzen. Natürlich nicht die brennenden Öfen, die würden dann ja ausgehen. Der Schornstein geht auch durchs komplette Haus durch. Und ja, das ist halt. So unser neues kleines Konzept, um den Leuten ein gewisses vorab schon mal direkt ein kleines Zuhause anzubieten, weil freie Häuser werden eher, dass die Leute die freien Häuser behalten und die sich umgestalten, sodass sie für sie passend sind.
Von daher ist das so unsere kleine Wohnalternative. Und man ist direkt im Hafen, direkt an der Fähre. Die ist ja, hier ist ja das Hafenamt und hier ist die Fähre. Das heißt, man kommt gut hier weg. Wenn man in die Richtung geht, hier sind die Wege zwar noch nicht ganz fertiggestellt, kommt man nach Taberia, nach dort drüben. Dort hinten ist der Weg, der nach Erzwall führt. Erzwall liegt in der Richtung. Das heißt, man hat hier eigentlich eine schöne Anbindung, aber halt in einem ganz anderen Ambiente als zum Beispiel in Taberia selber. Ja, und ansonsten, er hat die Wände sehr schön gestaltet. Meine Skizze war nur sehr grob, nur so eine grobe Raumaufteilung und so und ein grober Plan von den Wohnungen. Er hat das auch als, ich hatte ihm dann die Skizze geschickt und ihm auch klar gesagt, er kann dort gerne ändern und nach seinem eigenen Geschmack daran machen. Und ich finde, das hat er sehr gut gemacht und dieses Haus ja, passt schon richtig gut in den Hafen mit seinen massiven Mauern. Und ja, sozusagen die neue Wohnalternative für Neubürger oder vielleicht auch für Bürger von Taberia, die sagen, hey, ich möchte auch noch eine Wohnung haben. Irgendwie finde ich das total nett, wenn ich dort eine kleine Butze hätte. Und ja, also, wenn ihr meldet euch einfach und sozusagen die Wohnungen sind frei. Ja, der Vermieter ist auch soweit in Ordnung. Also die Stadt Taberia ist ja sehr freundlich zu ihren Mietern. Ja, ja. Okay, dann würde ich mal sagen, das war's erstmal vom Mietshaus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bewerbt euch in Taberia. Link kommt hier unter das Video. Und bis später. Tschüss.